Hallo, ich freue mich, dass ich so einmal darf zu dir reden. Du kennst vielleicht meine Videos und da brauche ich viel Bilder oder die Schöpfung, die Natur. Aber das, was ich jetzt weitergeben will, ist mir zu wichtig und ich habe auch nicht groß vorbereitet, weil es ist so viel, was Gott mir aufs Herz gegeben hat. Darum möchte ich frei, einfach jetzt zu dir sprechen und dir sagen, was der Herr vorhat. Nicht ins Detail, aber das, was ich auf dem Herzen habe, ist, dass ich Menschen soll ermutigen in dieser Zeit. Doch bevor ich anfange, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, dass ich weitergeben darf, das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Es soll von deinem Herz in mein Herz und zu den anderen Herzen fließen. Ja, von Herz zu Herz. So leite mich, Heiliger Geist, zeige mir, was wichtig ist und was ich streichen soll. Und mögest du, Heiliger Geist, alle Herzen bewegen, die jetzt zuschauen. Jetzt oder wer, wenn auch immer. Du wirkst immer gleich. Ich danke dir, Vater. Amen. Nun möchte ich beginnen mit einem Wort, das sicher viele kennen und ich habe euch auch von vielen, vielen Propheten schon gehört. Und es ist wichtig, dass man es immer wieder hört. Dieses Wort ist aus Hebräer 12, ich lese vom Vers 26 an. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Nun, dass Erschütterung kommt, das wissen wir, denn sie ist schon da. Es hat noch niemals eine Erschütterung die ganze Welt betroffen. Und gerade, ja, man mag es nicht mehr hören, aber dieser Virus hat auch eine gute Seite. Und ich will das nicht klein machen, Menschen, die leiden darunter oder sogar sterben. Aber auf der anderen Seite gibt es uns die Chance, Altes loszulassen und den Mut haben, Neues anzufangen. Wenn hier der Herr sagt, er will noch einmal alles erschüttern, dann sagt er ja, ich will den Himmel und die Erde erschüttern. Die Erde erschüttern, okay, das geschieht. Aber was bedeutet den Himmel erschüttern? Und ich glaube, das ist meine Meinung, dass der Himmel
das Geistige ist. Ich habe gesehen und erkannt, dass auch wir Christen vieles falsch gebaut haben, aus eigenem Verständnis, aus ach, jetzt haben wir's, jetzt geht's los und nur wir haben dies oder das. Und ich habe erkannt, es gibt so viele verschiedene Meinungen. Natürlich sind wir alle gleich vor dem Herrn, aber so wie in der Welt es Krieg gibt, so gibt es auch bei seinen Kindern Krieg. Wir haben Recht. So ist es. Nein, so ist es. Oder was ich gar nicht mag, wenn man fragt, in welcher Gemeinde bist du? Für mich ist das schon fast wie wenn man sagen würde, was für ein Sternzeichen bist du? Es kommt nicht darauf an. Das Wichtigste ist, dass wir dem Herrn gehören. Und ich glaube, in dieser Zeit, da diese Erschütterung auch im Himmel angekündigt wird, dass viele Gemeinden erschüttert werden. Es heißt ja, all das wird erschüttert, was wir selber gebaut haben. Die Welt wird erschüttert. Aber das, was wir gebaut haben mit dem Herrn zusammen, wenn wir gebaut haben nach seinen Bauplänen, das wird bestehen. Weil das, sein Wort, ist unerschütterlich. Jesus ist unser Fundament. Er ist unser Felsen, unerschütterlich. Und wenn wir auf Jesus bauen, dann wird das nicht erschüttert. Und ich habe auch schon gehört von Christen, die sagen, am liebsten würde ich jetzt entrückt werden. Ach, wenn die Entrückung kommt. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich das nicht so. Alle oder viele wollen verschwinden. Aber da lese ich etwas anderes. Oder in Römer 8. Weiß nicht mehr genau die Verse, ihr könnt es selber lesen, aber da steht, dass die ganze Schöpfung wartet, sehnsüchtig wartet auf die Söhne und Töchter Gottes. Ja, wenn alles verschwindet, worauf wartet denn die Schöpfung? Auf die Söhne? Ich glaube, dass eine große Ernte kommt. Es wird dunkel auf der Erde, ja, und das ist gut. So sehen die Menschen die Sterne. Und wer sind die Sterne? Wer leuchtet in der Nacht? Wir sind die Sterne. Und ich glaube, es braucht gar nicht mehr viele Worte. Das, worauf sich Menschen sehnen, ist die Liebe. Ist das Verständnis. Nicht Verständnis für Sünde, aber Verständnis für einen Menschen, der einsam ist oder der zornig ist oder der es nicht mehr versteht. Wir sind die Lichter, wir. Und ich glaube, in dieser Zeit, da viel zusammenbricht, ist es wichtig, dass es Häuser hat, oder jemand hat gesagt, Arche, wo Menschen auffangen. Weil in der Gemeinde die weltlichen Menschen haben so genug von religiösem Getue. Die Kirchen und die Gemeinden werden immer leerer. Und wenn sie groß sind, dann ist es nicht mehr persönlich.
aber ich glaube, dass der Herr wieder Archen will, dass wir die in Seenot geraten will, weil das hat der Herr mir vor vielen Jahren gesagt, die großen Schiffe gehen unter, die Titanics. Und da meinte er nicht die Welt, sondern seine Kirchen und Gemeinden. Sie werden untergehen. Die Menschen werden nicht verloren gehen. Nein, es so, wie es in der Apostelgeschichte heißt, das Schiff werden sie verlieren, aber keiner geht unter oder verliert sein Leben. Und auch nicht in dieser Zeit. Aber es braucht jetzt Menschen, die ihre Herzen und ihre Häuser offen halten für diejenigen, die um Hilfe rufen und die in Seenot sind. Und ich komme nochmals darauf zurück, wegen dem Himmel erschüttern. Ich selber habe vieles, was ich gelernt habe, sage ich nun, es ist religiös. Ich habe vieles falsch verstanden. Ich bin auch falsch gelehrt worden. Aber in dieser Zeit, in den letzten Jahren, durfte ich unser himmlischen Papi so speziell erfahren, seine Liebe, was er für mich alles getan hat, das lässt sich nicht beschreiben. Und darum möchte ich dich ermutigen, auch wenn diese Zeit düster ist, aber das ist die beste Chance für uns zu bauen. Und wir sollen achtsam sein, wie wir bauen. Ich habe noch einen Vers für dich, und zwar Verse, und zwar stehen sie im 1. Korinther 3. Ich lese vom 11. Vers an. Das Fundament ist bereitgelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Wie nun aber jeder darauf weiterbaut, ob mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe bestehen wird, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wir haben die Rettung. Wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir die Rettung. Das ist zweifellos. Doch der Herr überlässt uns, wie wir bauen. Und das habe ich gespürt. Viele, sehr, sehr viele bauen mit Holz oder mit Schilf oder mit Stroh. Und der Herr hat mir etwas gezeigt bei diesen drei Materialien. Holz, das reimt sich schon, ist Stolz. Schilf, das steht im Wasser und wird vom Wasser hin und her getrieben. Soll ich nicht? Ist das gut oder ist das nicht? Und Stroh, das ist
hell leuchten, brennend für den Herrn und kaum kommen schwierige Zeiten, ist es erloschen. Aber wir sollen mit Gold, wir sollen mit Silber und Edelsteinen bauen. Das ist das, was die Feuerprobe übersteht. Und Gold, Gold wird geläutert vom Herrn. Wir werden geläutert. Holz kann man nicht läutern, das verbrennt, aber Gold kann man läutern, genauso wie das Silber. Und Edelsteine, die werden unter Druck entstehen die und werden noch geschliffen. Und das ist das, womit wir bauen sollen, jetzt in dieser Zeit. So möchte ich dich ermutigen. Es ist egal, worin du gerade stehst. Es ist egal, was du gerade getan hast oder nicht. Es geht nicht um, bin ich gut oder nicht gut, oder bin ich zu jung oder zu alt. Oder nein, das interessiert den Herrn nicht. Er schaut ins Herz. Und wenn dein Herz bereit ist, dich mit dem Herrn zu verbinden und zu sagen, zeig mir, was willst du mit mir tun? Und das, was jedes tun kann, das Haus oder die Wohnung oder unser Herz auftun für die Menschen draußen. Sie brauchen uns. Gott könnte alles von sich aus machen, aber er will nicht. Er will uns gebrauchen. So will ich dich ermutigen in dieser Zeit, weil der Herr braucht dich als Stern und Sterne leuchten. So wünsche ich dir Gottes überreichen Segen und er möge dich im Herzen neu entzünden. Wir müssen heiß werden für den Herrn, heiß, weil all das Lauwarme wird er ausspucken. Es braucht unser Heißliebe oder in der Offenbarung heißt es auch, komm zur ersten Liebe zurück. Das heißt nicht, ich muss wieder so verliebt sein wie dann, wo ich den Herrn kennengelernt habe. Nein, er meint, ich soll zu seiner ersten Liebe zurückkommen. Das ist es. Petrus, und ich bin ihm er ist mir sehr ähnlich. Petrus, er sagte, Jesus, nein, du musst nicht in den Tod gehen, Jesus, und wenn du gehst, dann komm ich mit und weil er Jesus seine Liebe beweisen wollte. Aber Johannes war ganz anders. Johannes wusste, dass Gott ihn so liebte. Und er ist der Jünger, der im Wort schreibt, er sei der Jünger, den Gott liebte. Na, wie tönt das für dich? Ich bin die Maggie, Gott liebt mich. Ja, es ist so. Aber das ist wichtig, dass wir wissen, egal was für einen Stand wir im Moment haben, was richtig oder falsch ist, er schaut das Herz an. So wie es David erfahren durfte. David hat vieles getan, was wir würden sagen, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. David hat Ehebruch gemacht, David hat gemordet, noch so vieles hat er gemacht und doch, sagt Jesus von ihm, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das sagt Gott auch zu dir, wenn er nur dein Herz spürt, dann sagt er zu dir, du bist eine Frau oder du bist ein Mann nach meinem Herzen. So wünsche ich dir Gottes überreichen Segen und spreche dir zu,
sei mutig. Sei mutig und gib nicht auf. Der Herr ist mit dir. Wer kann gegen dich sein?